Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Hallo und herzlich willkommen zur 251. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Es ist März. Das heißt, der Februar ist vorbei und wir haben uns jetzt angewöhnt, dass wir dank der lieben Vorarbeit von Christina Casalla vom Payment Banking Team die News des Monats besprechen. Und die bespreche ich natürlich wie immer mit dem lieben André. Hallo André. Hallo Jochen. Ja, du nervst fast schon mit den ganzen News immer, dass wir das wieder besprechen müssen. Aber du hast ja recht, wir haben es versprochen, also halten wir es ein. Genau, und wir haben ja auch wahnsinnig gutes Feedback bekommen. Das bekommst du auch immer, bekommen wir auch wieder. Das ist eine wunderbare eine Stunde durchgehen ist der relevanten Nachrichten. Und wenn man das dann angehört hat, braucht man sich eigentlich gar nicht mehr um die ganzen Newsletter kümmern. Das auch wenn es ex post ist. Ist ja manchmal noch viel spannender. Genau. Bevor wir anfangen, kurz der Dank an unsere lieben Sponsoren, die das alles hier möglich machen. Erster Sponsor, die Kollegen von Mastercard, die dann auch nachher nochmal kurz in den Inhalten kommen mit dem neuen CEO, Mastercard Internationales Payment Scheme, aber reden wir gleich über den neuen deutschen CEO. Und der andere Sponsor ist Avato. Mal ehrlich, Finanzthemen sind kompliziert. Als zuverlässiger Partner steuern wir euch durch die komplexe Welt des Fraud- und Riskmanagement, Payment und Financing und Forderungsmanagement, damit ihr euch auf euer Kerngeschäft konzentrieren könnt, denn das hat vollkommen Aufmerksamkeit verdient. Avato Financial Solutions, your backbone for growth. Vielen Dank, Avato. Hast du eigentlich den Podcast gehört, den Joel gemacht hat in den letzten Tagen zum Thema Podcast-Werbung? Nee. Hatte ich euch in Slack geschickt. Kann ich auch allen Hörern mal empfehlen. Also Joel von Digital Compact hat einen Podcast gemacht, komplett zum Thema Podcast-Werbung, ja. In dem er mal beschrieben hat, welche Arten der Podcast-Werbung es gibt. Also selbstgesprochene Spots, vom Host gesprochene, wo die Spots in der Regel kommen, am Anfang, in der Mitte und am Ende, hat nochmal erklärt, für wen Podcast-Werbung was ist und dergleichen. Das war super, weil er auch ein paar Begriffe, ich weiß gar nicht, ob er sich die selber ausgedacht hat oder ob das mittlerweile auch Fachbegriffe sind, benutzt hat. Also wie zum Beispiel der Spot am Anfang heißt, wie er in der Mitte heißt, wie er am Ende heißt, wie es heißt, wenn der Host, so wie du, gerade die Werbung spricht und dergleichen. Hat ein paar Tipps gegeben, auch für Werbetreibende, wann Podcast-Werbung das Richtige ist. Und hat auch nochmal ziemlich deutlich gesagt, dass zum Beispiel die gesprochene Werbung, 1-0 für die Bayern, die gesprochene Werbung, die am effektivste Werbung ist und ein Spot zum Beispiel viel schneller weggeschaltet wird. Und dass zum Beispiel die Werbung in der Mitte, wenn man in der Mitte einen Werbespot macht, in der Regel diejenige ist, die bei den Leuten am meisten hängen bleibt, weil am Anfang gerne nochmal geskippt wird. Am Ende auch schon, ehrlich gesagt, relativ viele Leute draußen sind, weil das normal ist im Podcast, dass man halt im Laufe der Zeit immer wieder Hörer verliert. Aber in der Mitte, wenn man halt einmal im Flow ist, eigentlich der Werbespot, das sollten wir uns mal merken für unsere eigenen Werbespots, also in der Mitte nochmal einen einstreuen, die effektivsten sind, weil die Leute da nicht skippen. Also wirklich interessanter Spot, interessanter Spot, Quatsch. Schwachsinn. Interessanter Podcast von Joel. Natürlich ein bisschen Eigennutz, hat er auch selber gesagt, aber für uns natürlich auch wunderbar nutzbar. Und weil uns ja auch immer wieder Werbetreibende fragen, soll man einen Spot aufnehmen oder nicht? Oder soll man halt das von uns sprechen lassen zum Beispiel? Und ganz, ganz interessant zu hören. Also Werbung für einen anderen Podcast in der Sache. Wenn ich da mal kurz mal reingehen darf, hat er auch was gesagt, wie quasi gesprochene Werbung funktioniert? Also das, was ich jetzt gerade eben gemacht habe, versus... Ja, viel besser. Nee, aber versus quasi freie Diskussion zwischen dir und mir. Hast du schon mal was von Avato gehört? Und hast du übrigens das letzte Mal deine Mastercard genutzt? Weil da gibt es ja bestimmt auch Möglichkeiten zwischen einfach einer freien Diskussion über einen Werbepartner versus einem vorgesprochenen Marketingclaim. Oder hat er das nicht gemacht? Nee, hat er nicht gesagt. Okay. Aber generell ist halt jegliche Art der Integration des Werbetreibenden in den Podcast die deutlich bessere Variante. Also insofern ist wahrscheinlich das, was du gerade beschrieben hast, die hohe Kunst der Werbung.
Okay. Ja klar, da geht natürlich das Vertrauen des Podcast-Hosts über auf den Werbepartner. Ja, und du kannst es nicht skippen, weil das ja plötzlich mittendrin ist. Also das muss man auch nochmal sagen. Also das ist ja, da kommt ja nochmal hinzu. Jetzt sind wir aber gerade abgeschweift, geschwiffen, wie sagt man? Ja, wie auch immer. Lass uns beim Thema Werbung bleiben, nämlich ganz kurz über die Bags und Transaction sprechen. Ja, gerne. Also die Banking Exchange ist ja dieses Mal nicht im Oktober. Ich hoffe, dass es trotzdem so gutes Wetter sein wird, wie wir das bisher bei den Bagsen im Oktober immer hatten. Oder September, Oktober war es ja bisher immer. Dieses Mal die Bags im Juni und langsam aber sicher füllt sich das Programm. Ich komme manchmal ein bisschen durcheinander, wer jetzt auf der Bags ist und wer auf der Transactions ist. Fühlt sich langsam über sich her. Ne? Also ganz gute Speaker, die wir mittlerweile schon announcen konnten. Und auch die Anmeldungen werden gerade immer mehr für die Bags. Wir sind noch nicht ausverkauft, aber wir kommen schon echt in eine gute Range an Gästen. Und auch die Bewerbungen sind, die ja immer noch möglich sind, werden auch gerade immer mehr. Und du hast, glaube ich, gerade auch nochmal da durchgeguckt, wer sich jetzt gerade wieder beworben hat. Ne? Ja. Also wir sind noch knapp 100 Tage. Jetzt habe auch ich mich endlich mal gekümmert um mein Panel und jetzt sind die ersten Zusage von meinem Corporate Banking Panel bekommen. Da müsste auch im nächsten 2 Wochen das dann auch dicht gemacht werden und dann habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Corporate Banking Panel zum Thema komplexe B2B Corporate Banking Produkte getrieben von Fintechs. Also vielleicht mal ganz kurz für die Leute, die es noch nicht wissen, die Banking Exchange findet dieses Jahr statt, Datum gucke ich gleich nochmal, am 9. Juni, den ersten Tag und es geht los mit Security bei Banken und Fintechs, dann relativ viel über Neobanks, wo wir halt ein paar verschiedene Neobanks eingeladen haben. Dann das Thema New Work und digitale Jobs. Dann sind wir sehr stolz drauf, den Tom Sadowski gewonnen zu haben als Speaker. Das ist derjenige, der das Buch über den App Store gerade rausgebracht hat, also ehemaliger Apple-Mitarbeiter, wo jetzt gerade Diskussionen darüber stattgefunden haben, ob Apple es schafft, das Buch, wie sagt man dazu, verbieten zu lassen. Ne? Mhm. Also zum Thema App Store Confidential. Und dann Personal Finance Management kommt dann nochmal zu dem Thema dann Beyond Banking, Taschengeld 3.0, wo wir das Thema Kinder, wo wir im 250. Podcast ja nochmal drüber gesprochen haben, über die Highlights, also die Kinder-Podcasts, das versuchen wir auf die Bühne zu bringen, also ein paar Kinder dabei zu haben, teilweise remote, teilweise vor Ort und dann nochmal darüber zu sprechen. Und dann am nächsten Tag Corporate Banking, hast du gerade schon gesagt, wo du das Ganze leiten wirst. Dann haben wir noch eine coole Keynote, die wir noch nicht announced haben, da sage ich da auch nichts zu, dann das Thema Sustainable Finance. Dann haben wir noch ein Panel, die Seitenwechsler vom Banker zum Fintech und zurück, was wir machen werden. Und dann haben wir nochmal eine tolle Keynote ganz am Ende zum Thema Customer Experience, also das zum Thema Banking Exchange. Und jetzt du zur Tracks. Ja, Transactions sind wir auch noch dabei in der Vorbereitung. Die ist ja wieder im November in Offenbach. Und wir haben die Woche die Early Bird Tickets auf normale Preise erhöht und gleichzeitig Edward Snowden als Keynote Speaker angekündigt, der über eine Live-Schaltung, weil persönlich ist ja, glaube ich, etwas schwierig mit internationalem Haftbefehl, aber wenn eine Live-Schaltung dazukommen wird. Ich habe das einmal erlebt bei einer Konferenz, wo der per Live-Schaltung dazu geschaltet war. Das war sehr beeindruckend und bin mal gespannt, was er zum Thema Daten und Payment sagen wird. Das ist bestimmt auch sehr, sehr spannend und sehr erleuchtend, was er da von sich geben wird. Ich glaube auch, also freue ich mich sehr darauf, dass wir so einen Speaker dabei haben können im November auf der Transactions. Wir gehen ja mal davon aus, dass die aktuellen Konferenzabsagen, die jetzt gerade in den letzten Tagen, nächsten Wochen kommen werden, dann hoffentlich nicht mehr uns treffen werden, weder auf der BEX im Juni noch im November auf der Transaction. Da hoffen wir mal, dass Corona vom Sommer und vom Frühling und von der Sonne sozusagen geschlagen wurde, ne?
Und bis dahin gibt es bestimmt Impfungen und für jeden Besucher eine Grippe- und Corona-Impfung. Genau. So, Jochen, jetzt haben wir wie lange geschwafelt über unsere Werbepartner, über das Thema Werbung generell, über unsere eigenen Konferenzen und sind immer noch nicht bei dem Monatsrückblick Februar gelandet, aber vielleicht sollten wir mal da einsteigen. Ne? Ja, lass mal gleich mal einsteigen. Revolut, die Challenger Bank hat eine Summe von 500 Millionen Dollar an frischem Kapital bekommen. Von TCV aus dem Silicon Valley, sagte mir ehrlich gesagt nichts, aber die war früher bei Facebook und Netflix drin. Ja, ist ein typischer Growth-Investor, ne? Also wirklich nichts von Early Stage, deshalb kennen wir beide die möglicherweise auch nicht, aber in Wachstumsphasen gehen die halt gerne mal da rein. Ich habe die mal irgendwann kennengelernt auf einer Money 2020, glaube ich, noch in Kopenhagen. Haben jetzt eine Bewertung von 5,5 Milliarden Dollar. Und beeindruckend, was sie da für einen großen Ball schieben vor sich her und für ein großes Spiel spielen. Mal gucken, was da jetzt draus wird. Man hörte ja ursprünglich, dass sie 1,5 Milliarden Dollar raisen wollten, jetzt nur eine halbe Milliarde. Ob jetzt eine halbe Milliarde oder 1,5 Milliarden, so langsam kommt es in Dimensionen, wo auch ich sehr skeptisch werde, ob wir da nicht vielleicht in Dimensionen à la WeWork und Uber reinkommen bei dem Thema. Also ich bin ja bei Revolut auf der einen Seite immer beeindruckt darüber, was da international passiert und gleichzeitig finde ich für mich nie den Use Case. Also es ist ja mal ein bisschen doof, dass man auf sich selber guckt, aber da das ja eigentlich ein Retail-Produkt ist, denke ich auch immer so, eigentlich müsste ich ja für mich auch was darin finden. Ich kenne viele in unserem Umfeld, die totale Fans sind. Ich, wie gesagt, habe es für mich noch nicht so richtig entdeckt. Ich bin auch nicht so der große Fan der App, weil die irgendwie viel zu überfrachtet aus meiner Perspektive ist. Aber absolut Hochachtung dafür, wie viele Kunden man halt hat gewinnen können. Wobei das wahrscheinlich auch deutlich ist, dass es in Deutschland mit die wenigsten in Europa sind und eher drumherum die Kunden gewonnen werden konnten. Aber ich bin gespannt, wie es bei den Kollegen weitergeht. Also ja. Machen ja im Grunde genommen alles, ne? Also vom Krypto-Trading über das normale Trading gehen jetzt auch in das Thema Small Medium Business rein, in das ganz normale Girokonto, in Apple Pay. Also eigentlich im Grunde genommen alles, was man machen kann im Bereich Retail Banking, versuchen sie irgendwie auch da reinzubringen, gepaart mit allen Innovationen. So richtig fokussiert erscheint mir das nicht immer, aber sie haben Erfolg. Also Chapeau dafür. Ja, wobei ich muss natürlich sagen, sie versuchen im Bereich der Innovation mehr als die Kollegen von N26, über die wir jetzt gleich noch sprechen werden, weil da ist es dann doch immer noch nur noch 15 Konto und eine Karte, also nur in Anführungsstrichen, aber da ist Revolut schon auf der Produktseite deutlich innovativer und aggressiver unterwegs, heißt nicht lange nicht, dass sie dann auch alles machen, langfristig und nicht vielleicht schon mal was ausprobieren, aber sie unterscheiden sich da auch sehr stark von N26. Ja, du sagst gerade innovativ, hast du natürlich auf eine gewisse Art und Weise recht und gleichzeitig wirkt es auf mich manchmal ein bisschen beliebig und wenig fokussiert, aber das ist ein anderes Thema. Aber über das Thema N26, N26 und deren mangelnde Produktinnovation haben wir ja auch, glaube ich, beim letzten News-Podcast oder war auch immer schon mal gesprochen, weil ich ja auch darüber gejammert habe, dass wir so ein paar Sachen wie die Fotoüberweisung oder sowas irgendwie auch gefehlt haben. Bleibe bei N26. N26 sagt bye-bye zu Großbritannien. Zieht sich zurück aus UK aufgrund offizieller Aussage des Brexits und der Tatsache, dass sie dann in UK eine eigene neue Lizenz bräuchten und das dann nicht machen werden. Da gab es natürlich dann auch gleich in den verschiedenen Blogs und Podcasts und sonstigen die Kommentare, dass das nicht daran liegt, weil sie die Lizenz nicht haben oder nicht haben wollen, sondern eher aufgrund des harten Wettbewerbs der britischen Challenger-Banken und N26 in UK eigentlich nie richtig abgehoben habe. Vielleicht liegt es an beiden. Ich wage nicht irgendwie, mich da zu positionieren. Aber das waren damals so die ersten Reaktionen auf diesen Rückzug. Es gab einen ganz guten Podcast dazu in den letzten Tagen von der Kollegin von Bits und Pretzels gemeinsam mit Valentin Stahl von N26.
in dem es auch sehr stark darum ging. Und Valentin hat nochmal genau das wiederholt, was du auch gerade gesagt hast, dass es für sie natürlich der Brexit jetzt nicht wirklich überraschend kam, aber die Folgen in der Härte für sie dann doch ein bisschen überraschend war, dass sie halt die Banklizenz, die sie ansonsten in Europa nutzen konnten, für sie nicht einfach portierbar war und es auch keinen Fast-Track geben konnte in UK, die bestehende Banklizenz relativ einfach in UK sozusagen nicht zu passporten, aber möglicherweise zu kopieren oder wie immer man das nennen mag. Das gab es nicht und so haben sie sich entschieden. Und wahrscheinlich ist es natürlich irgendwo schon eine Business-Entscheidung, ne? Die dann Aufwand und Ertrag sich in ein vernünftiges Verhältnis gesetzt wahrscheinlich ja nicht so dargestellt hat, dass man halt weitermachen wollte in UK. So ja, klar. Ist es. Ja, ergibt ja auch Sinn. Also von daher haben sie wahrscheinlich die Entscheidung sich nicht einfach gemacht. Genau. Bleiben wir bei den Challenger-Banken, kommen wir zur nächsten, nämlich Holvi. Holvi sagt anders als N26 Hello to Great Britain. Und zwar Holvi, das ist ja eine Challenger-Bank für Selbstständige, also ein bisschen vergleichbar mit Contest und Penta. Expandiert nach UK und sieht sich da gut positioniert, da sie eben genau den anderen Weg als N26 beschreiten. Interessant, ne? Also weil Holvi ja momentan eigentlich auch immer mit seiner E-Money-License, glaube ich, aus Finnland über ganz Europa eigentlich unterwegs ist und keine eigene richtige Banklizenz hat, sondern diese E-Money-License, wenn ich mich recht entsinne, aus Finnland. Ob die dann ausreicht in UK, müsste man vielleicht nochmal checken. Habe ich jetzt leider nicht getan im Vorfeld des Podcasts. Aber interessant. Natürlich ein bisschen anderer Ansatz und möglicherweise der Wettbewerb auch nicht ganz so groß wie für N26 mit den Retail-Challenger-Banken. Aber also ich finde ja immer wieder interessant, wie Holvi immer weitermacht. Ne? Also man muss ja ganz ehrlich sagen, ist ja kein wirkliches Startup mehr. Ne? Gehören ja mittlerweile zur BBVA, nachdem sie irgendwann übernommen worden sind. Aber sie funktionieren scheinbar auch weiterhin unter der eigenen Marke innerhalb der BBVA und sie expandieren weiterhin. Also insofern finde ich weiterhin echt ein Chapeau, was die Kollegen da machen, weil obwohl sie von einem Konzern übernommen worden sind, haben sie weiterhin auch diese Eigenständigkeit und diese ja die Marke beibehalten und es fühlt sich immer noch an, deshalb sprechen wir auch weiter von der Challenger Bank, wie ein richtiges Startup, obwohl es gar keins mehr ist, ne? Ja, vielleicht, wenn man da noch so eine andere deutsche Challenger Bank, eine alte Challenger Bank sieht, die Fidor, vielleicht ist das dann der Gegenentwurf, wie man sowas managt als Großkonzern, Bank, Großkonzern mit so einem ehemaligen Startup versus wie man es eben nicht managt. Also du hast vollkommen recht, Holvi wird weiterhin als Challenger Bank gesehen, de facto ist ja keine mehr, aber wird wahrscheinlich einfach mit einer langen Leine laufen lassen von der eigentlichen Bank und kann dann entsprechend sich auch genauso agil weiter bewegen, statt dass man sowas dann vermeintlich dieses Schnellboot übernimmt und dann an den Tanker kettet und dann das Schnellboot genauso langsam neben dem Tanker entlang tuckelt, wie der Tanker langsam ist. Genau. Aber wäre trotzdem mal interessant, nochmal zu checken, unter welcher Lizenz die Kollegen von Holvi jetzt in UK unterwegs sind. Dann sollte man sich vielleicht mal angucken. Ja. Dann die Kollegen von der ING, klassische Direktbank. Also bleiben wir jetzt beim Challenger-Bank-Bereich und streichen Challenger. Ehemalige Challenger-Bank im deutschen Markt. Die ING führt Kontoführungsgebühren ein. Das ist auch eine gravierende Änderung im Geschäftsmodell. Wobei trifft eigentlich nur die, das war früher bei der Postbank genauso, ich glaube bei der Comdirect auch, trifft eigentlich nur die, die keinen regelmäßigen höheren Gehaltseingang haben. Also die weniger als 700 Euro Geldeingang pro Monat haben, die müssen jetzt 4,90 € bezahlen im Monat. Ja, es ist, glaube ich, einfach nur dieses... Ich glaube, es ist einfach nur dieses Zeichen, ne? Also dass auch die ING DiBa jetzt Kontoführungsgebühren einführt, genau. Ist, glaube ich, einfach nur ja in der Niedrigzinssituation und generell auch in der Verwandlung der ING, die es in den letzten Jahren ja auch schon immer wieder weiter durchgemacht hat, glaube ich, ein konsequenter Schritt. Ob das jetzt zu
flüchtenden Kunden führt oder zum Auflösen des zweiten und Drittbankkontos führt, wird man sehen. Aber ist, glaube ich, einfach nur konsequent, so, weil es einfach auch gerade alle tun, dass jetzt einfach diese Möglichkeit besteht, für bestimmte Konten auch wieder Geld einzuführen. Ja, wobei zum Thema Niedrigzinsen haben wir, glaube ich, nicht drin. Die Commerzbank hat ja 100 Millionen Ertrag, 5% des Zinsertrags oder Zinsergebnisses über negative Zinsen generiert. Also sie haben jetzt ein Geschäftsmodell gefunden von den negativen Zinsen. Ich wette aber, dass das Bashing von Seiten des Vorstands gegenüber der EZB, dass der Niedrigzins doch so schlimm ist, weitergeht, auch wenn man ein schönes Geschäft gefunden hat. Aber das nur als Kommentar, das von der Seite liegt. Ja, aber das ist ja auch nur ein Bereich, wo man dann plötzlich Geld mit verdienen kann, weil ansonsten hat es ja auch noch weitere Auswirkungen. Ja, ja, auf die ich weiß. Also insofern ist das ja sozusagen ein bisschen zu kurz gesprungen. Ganz kurz vielleicht nochmal zu Holvi. Holvi agiert in der Tat auch in UK unter ihrer Lizenz aus Finnland. Ah, okay. Okay. Interessant. Also, was das heißt. Fand ich auch. Dann die Deutsche Handelsbank, wo wir, glaube ich, den ehemaligen CEO auch mal in einem Podcast hier hatten. Oder war nicht nur, glaube ich, also relativ, ich glaube so im Mai 2018. Okay, also die haben auch Geld eingesammelt, 15 Millionen vom Bestandsinvestor Family Office Reimann Investors. Also Daniel Kreis war damals, glaube ich, im Podcast. Ne? Du und Kilian habt ihn, glaube ich, damals interviewt und da hat er ganz gut erklären können, was die eigentlich tun. Und Reimann, das war ja schon damals die Bank eigentlich hinter der Sofortüberweisung. Ne? Die haben das ja eigentlich damals gemacht für die Sofortüberweisung und Reimann hat diese Bank ja auch immer so ein bisschen als ihr Family Office benutzt. Ja, und haben dann nach dem Exit von Sofortüberweisung an Klarna die Bank so ein bisschen umgebaut im Venture-Debt-Bereich, also sehr stark E-Commerce, Art Venture-Debt-Finanzierung für die Unternehmen, die keine klassischen Kredite bekommen, aber eben keine Equity-Finanzierung haben wollen. Und da scheinen sie wohl sehr gut unterwegs zu sein. Gibt es ja auch eine andere, Silicon Valley Bank, der Katrin Stark, die ja auch neulich bei uns im AMA-Podcast war, als ehemalige Geschäftsführerin von der Silicon Valley Bank. Da gibt es ja einige, die da im Moment aktiv sind. Aber die Deutsche Handelsbank ist ja so ein bisschen so der Hidden Champion. Von den Hürden sieht man irgendwie nichts, aber offensichtlich scheinen sie gut zu wachsen. Genau, jetzt mit der neuen Führung. Doppelspitze, glaube ich. Dann bleiben wir bei Reimann Investors. Die investieren in zeitgleich zusammen mit Speed Invest in Ready to Order. Hast du davon schon mal was gehört? Nein, aber es ist einfach im Grunde genommen so ein Sum-Up-Ding, beziehungsweise ein Order-Bird eher. Point-of-Sale-Gerät für Gastro, Einzelhandel, Dienstleistungsbranche, also eher ein Order-Bird-Klon, wenn man so will. Gibt es aber auch schon länger, gibt es schon seit 5 Jahren. Und jetzt nochmal eine Funding-Runde. Und naja, Reimann macht meistens gute Investments, Speed Invest auch. Insofern kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie eine gute Idee gemacht haben. Und wahrscheinlich dort ein Unternehmen entsteht aus Wien heraus, was dann vielleicht dann nochmal eine europäische Relevanz bekommt. Also auch zum Beispiel Holvi war auch ein Investment von den Kollegen von Speed Invest. Ja, wobei ich jetzt bei dem Bereich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch bin, weil ja, gut, Gastrofix gab es jetzt ein Exit und Orderboard gibt es auch, aber was unterscheidet dann ein Spätkommer in den Markt von denen, die schon da sind? Ich glaube, es gibt immer noch eine ganze Menge Longtail und da ist immer noch unglaublich viel Business drin. Ne? Also wenn du dich irgendwie umguckst, natürlich hat jetzt ein SumUp eine ganze Menge an Terminals dahingestellt, aber die Kassensysteme sind einfach, glaube ich, teilweise echt immer noch super, super alt. Also ich glaube, da kannst du noch eine ganze Menge gewinnen, wenn du halt eine vernünftige Salesforce aufgebaut bekommst. Mhm. Dann kannst du da, glaube ich, echt immer noch relativ gut gewinnen. Und die andere Frage ist, vielleicht geht Ready-to-Order auch einen anderen Weg und geht nicht zum Beispiel jetzt nach Deutschland oder in die Schweiz oder sowas, sondern geht halt eher den manchmal aus Österreich gehen den Weg in Richtung Central Eastern Europe. Und wenn du dann darüber nachdenkst, eher in Richtung Kroatien und Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, Slowakei und sowas zu gehen, hast natürlich auch nochmal eine ganze Menge an Ländern und auch an Gastronomie und auch an Einzelhandel,
die vielleicht heute noch nicht ganz so digitalisiert sind. Und das könnte ich mir dann auch vorstellen. Dann gehen wir weiter. Fino, ohne das irgendwie. Ohne zu wissen, was die da wirklich tun. Was sie genau machen. Also, genau. Dann gehen wir weiter. Die Kollegen von Fino, Kontowechselservice, die ja auch schon ganz lange im Fintech unterwegs sind, aus Kassel kommen und da so auch so eine kleine Success-Story ohne Venture-Kapital hingelegt haben, beteiligen sich bei Anybill, ein Kasseler Fintech, ein zweites Kasseler Fintech. Nee, stopp. Fino ist das Kasseler Fintech, sorry. Mhm. Bei Anybill, und Anybill, wo die sitzen, keine Ahnung, steht hier nicht, die haben eine App für einen digitalen Kassenzettel entwickelt, was natürlich im Moment im Kontext der Bon-Nutzung oder der Zwangsbon-Nutzung und der Diskussion darum, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, eine gute Lösung darstellt. Ob das dann auch skaliert etc., muss man dann sehen. Ich finde, diese ganze Bon-Thematik hat nie, also gefühlt für mich, nicht dazu geführt, dass es in irgendeiner Weise Startups gab, die das massiv skaliert haben, diese Diskussion, hin zu elektronischen Bons. Ich sehe immer noch die Papierdinger dann jeden Tag vom Ausdrucken. Absolut. Also Anybill habe ich auch schon ein paar Mal vorher gehört, weiß aber auch ehrlich gesagt nicht mehr genau, wo sie wirklich herkommen. Ich komme aus Regensburg. Lea Frank, Tobias Gubo als Gründer. Gibt es, glaube ich, auch schon etwas länger. Aber möglicherweise schaffen sie auf die Art und Weise, gemeinsam mit Fino, die einen ganz guten Vertriebsansatz haben, beziehungsweise ganz gute Vertriebserfolge haben und ganz gutes Netzwerk aufgebaut haben, so mit Florian in den letzten Jahren. Vielleicht schaffen sie es damit dann ganz gut, die nächste Stufe zu zünden. Also Florian macht ja gerade da einen ganz spannenden Move, ne? Also neben dem eigenen Bauen von Unternehmen, was er in den letzten Jahren eigentlich immer gemacht hat, ist es ja, glaube ich, mittlerweile die zweite Beteiligung, die sie eingegangen sind. Neben Anybill haben sie sich ja auch noch beteiligt an diesem Rechnungsunternehmen aus Lübeck, die halt in der Lage sind, diese ganzen Rechnungen aus der Cloud herauszuziehen und dann zu verknüpfen mit Kontoumsätzen und sowas. Ganz interessante Entwicklung. Also vielleicht sollten wir auch nochmal irgendwann Florian nochmal einladen, wie es da bei denen gerade so weitergeht. Bei Fino war das ist jetzt hier auch eine Beteiligung, die sie eingegangen sind. Haben sie die übernommen? Nee, ne? Haben sie sich, glaube ich, nur beteiligt. Ja, spannende Entwicklung. Die Frage auch, wie man sich beteiligt, ob mit Geld oder mit wie auch immer. Dann die Berliner Sparkassen. Nee, steht aber nicht. Das ist falsch. Die Berliner Volksbank. Die Berliner Volksbank hat einen VC-Fonds aufgelegt mit ein paar kleineren Genossenschaftsbanken in Höhe von 100 Millionen Euro mit Fokus auf Fintech und PropTech unter dem Namen VR Ventures. Die waren ja bei dir mal investiert bei Figo. Aber das war damals über Redstone, also diesen White Label. Ja, es ist weiterhin das Gleiche. Also es war ja auch bei uns war beteiligt Berliner Volksbank Venture, in der Tat auch unter dem Namen Berliner Volksbank Venture. Aber dieser Berliner Volksbank Venture ist im Grunde genommen supported von Redstone. Also Redstone hat ja das Geschäftsmodell, dass man auf der einen Seite teilweise ein bisschen eigene Beteiligung macht, aber vor allen Dingen für Corporates, deren VC-Arm ein bisschen managt und teilweise mehr, teilweise weniger. Die Deutsche Bahn, glaube ich, haben sie das auch gemacht. Und sind jetzt, glaube ich, auch die Unterstützer für diesen neuen Volksbanken-Venture-Arm. Das finde ich echt eine interessante Entwicklung. Ich habe das damals ein bisschen begleiten dürfen. Insofern als die Kollegen, das war lustig, weil normalerweise kennen wir beide das ja, dass wir auf Fundraising-Tour sind. Und irgendwann fragten mich dann die Kollegen von der Berliner Volksbank, ob ich sie möglicherweise bei ihrem Fundraising unterstützen könnte in Richtung der anderen Volksbanken. Und dann gab es mal so einen Informationstag, wo sie aus ihrem Portfolio ein paar Unternehmen haben präsentieren lassen, um dann halt auch zu zeigen, was sie mit dem Geld bis dahin aus der Berliner Volksbank und dann zukünftig halt auch der anderen Volksbanken tun wollen, tun werden und was daraus wird, dann haben wir damals präsentieren können oder dürfen, sollen, wollen, können, müssen. Und das fand ich ganz interessant und ich glaube, den Ansatz finde ich stark. Also man kann natürlich darauf warten zu sagen,
der BVR oder die DZ Bank als zentrale Einheiten machen irgendwas. Oder aber so wie die Berliner Volksbank, die ja auch die größte Volksbank im Verbund sind, wir treten selber was los und versuchen dann den Beweis anzutreten, dass es funktioniert und holen dann halt weitere Willige ins in dieses Spiel hinein. Und genau diesen Weg sind sie jetzt gegangen. Also interessant. Also 100 Millionen ist natürlich kein Riesenfonds. Aber für diese Early-Stage-Phase, die sie eigentlich machen wollen, ist es jedenfalls erstmal ein bisschen Kriegskasse. Und das zu verteilen auf verschiedene Volksbanken und nicht bei einer zu haben, ist natürlich auch nochmal eine Risikoverteilung. Ganz gut. Ja, und wir müssen natürlich auch sehen, dass wir das jetzt sowohl im VR-Bereich als auch im Sparkassenbereich die zentralen Einheiten jetzt ohne, bitte Entschuldigung, wenn jetzt hier Volksbanker und Sparkässler zuhören, jetzt nicht die Speerspitze des Unternehmertums und der Innovation sind. Ich bin froh, dass du das sagst und nicht ich das sage. Sonst wirst du gleich wieder geprügelt. Nee, aber, genau. Aber die einzelne Bank, also die Primärbank vor Ort, natürlich im harten Wettbewerb mit den anderen Banken steht. Und von daher solche Themen natürlich vielleicht auch anders sieht als jetzt eine zentrale Einheit, die über Umlagen finanziert wird, ohne jetzt da zu tief reinzugehen und zu sehr zu bashen. Von daher finde ich das sehr gut, dass jetzt da so eine Primärbank mal nach vorne prischt und einfach mal Fakten schafft und da vielleicht auch Erfahrungen sammelt, die man dann auch in der Gruppe positiv weitergeben kann. Absolut. Also und da kann man auch noch mal ganz kurz einen Namen nennen oder drei Namen nennen. Also der Timo Fleig macht das Ganze jetzt und der Andreas Laule ist immer derjenige, der da mit ihm das gemeinsam macht. Beide echt gute Typen, die ich ja dann habe auch kennenlernen dürfen. Und dahinter steckt der Vorstand und das ist der jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Gleich komme ich wieder drauf. Während du ihn googelst, mache ich doch einen kleinen Werbespot, mein Lieber. Probier mal diesen Mitten-Podcast-Spot. Lieben Dank an Avato Financial Solutions, your backbone for growth und lieben Dank an Mastercard. So, hast du den Namen? Ich habe auch nicht gegoogelt, sondern ich habe einfach in meinem Kopf weiterhin gegoogelt. Carsten heißt er auf jeden Fall und ich suche ihn weiter, während du zur nächsten News kommst. Die ja in Richtung der Sparkassen geht. Carsten Jung heißt er übrigens. Okay, gut. Scheiße. Mein Namensgedächtnis ist so schlimm. Entschuldigung. Herr Jung, danke. Jomo, bleiben wir bei den Sparkassen. Jomo ist gestorben, wobei dann doch nicht haben richtig das, gestorben. Haben wir darüber nicht schon gesprochen in letzten News? Keine Ahnung, steht aber jetzt hier drin als News des Februar. Aber wir haben ja über Jomo schon sehr ausführlich gesprochen in den letzten Jahren. Er ist immer sehr begleitet und soll jetzt keine eigenständige App mehr sein als eigenes Konto, sondern im Grunde eine verschlankte Version. Es gab ja auch bei Finanzszene einen Artikel über die Probleme bei der Finanzinformatik, da waren auch die DKB-Geschichten und dass Jomo irgendwie zur Chefsache erklärt wurde und dann doch irgendwie nicht zur Chefsache gemacht wurde. Wieso? Oder wie auch immer. Ist eine Chefsache, ist vorbei. Gut. auf jeden Fall viel Geld und viel Erfahrungskurven gemacht worden und schade, ich finde es wirklich schade, weil man war ganz, ganz vorne dabei zum richtigen Zeitpunkt, aber es ist in den, wie gerade eben schon gesagt, bei den Genossen in den Sparkassen, Gremien, die jetzt nicht gerade unternehmerisch aktiv sind, leider zerrieben worden. Nicht immer ist dein Gespür richtig. Ja, Erfahrung hat Hoffnung geschlagen, mein Lieber. Lass mal weitergehen. Worldline in Ingenico, haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen, sind gemerged. Worldline hat Ingenico übernommen, für 7,8 Milliarden bewertet. Und da kommt, ist ein weiterer großer paneuropäischer Payment Player jetzt aktiv. Und das sorgt dafür, dass auch die Sparkassentochter, ehemals BNS Card Service, dann BS PayOne, jetzt PayOne, die ja ein Merger hat mit Ingenico in Deutschland, dass die Sparkassen jetzt nur noch irgendwie 40% an diesem Joint Venture haben durch diese Übernahme. Genau, haben wir in der Tat schon drüber gesprochen und interessant zu sehen, dass da wirklich diese Monster gerade entstehen, ne? Diese Payment-Monster, ne? Also Monster im Sinne von Riesenunternehmen. Ich bin wirklich mal
Also es gibt ja manchmal solche diametralen Bewegungen dann irgendwann. Bin gespannt, wann die nächsten Neugründungen stattfinden. Den nächsten Thema solltest du, glaube ich, machen. Da bin ich wieder froh. Ich bin froh, dass nicht ich immer sozusagen jetzt hier von dir in den Mittelpunkt geschoben wurde, sondern Jochen, da ist so eine Firma in Frankfurt, die hat ein Management-Buyout gemacht. Ne? Und irgendwie, ich glaube, wir haben schon ein paar Mal gesprochen und da warst du, glaube ich, beteiligt. Ne? Also, ihr habt bei TraxPay euren Cap-Table ein bisschen aufgeräumt, ne? Genau, wir haben Cap-Table aufgeräumt. Für die, die jetzt nicht so nah dran sind, TraxPay ist ja eine Turnaround-Situation. Ich wurde ja vor 4 Jahren damals geholt, den Turnaround zu managen. Der Gründer ist zurückgekommen. Wir haben das auf ein komplett neues Geschäftsmodell gedreht. Das funktioniert mittlerweile. Die Firma ist aber de facto 10 Jahre alt gewesen und dann schwierig mit dem Cap-Table zu finanzieren. Und dann haben wir den Cap-Table bereinigt. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Warum hast du den Namen nicht geändert? sehr gute Frage. Haben wir auch diskutiert. Einer unserer Investoren sagte dafür... Also vielleicht ganz kurz für die Hörer. Warum frage ich das so provokant? Weil man räumt den Cap-Table ja auf, um auch wieder finanzierbar zu werden und ein bisschen sozusagen die Geschichte loszuwerden. Und aber Geschichte hängt ja auch immer ganz stark am Namen. Und ja. Gerade wenn du dann wieder auf Funding-Tour gehst, bleibt ja immer etwas bei einer 10 Jahre alten Firma hängen, auch wenn du eigentlich dann keine AG mehr bist, sondern eine GmbH bist, da achtet ja keiner erstmal drauf. Entschuldigung, aber der Name steht ja weiter im Raum. Ja, also wir hatten lange Diskussionen. Der Markenname TraxPay ist jetzt auch nicht wirklich so relevant, weil wir ja eigentlich hintendran kleiner Dienstleister sind, hinter großen Namen, also in Banken und uns in Bayern. Und einer unserer Investoren hat einfach gesagt, es sieht keinen Sinn, Geld auszugeben für ein Rebranding. Und da die Marke ohnehin keine große Rolle spielt, ist das eher eine Funding-Thematik, wie du richtig sagst. Für den Markt spielt es keine Rolle. Und da haben wir gesagt, wir lassen es erstmal am Namen. Umbenennen können wir es immer noch zur Not. Aber interessiert auch kein Mensch, glaube ich. Außer mich. Genau. Okay. Das nächste musst du machen. immer diese Fettnäpfchen hier und der Bias. Ja, Juna, die Tochter von der großen Deutschen Bank, ist, würde ich nicht sagen, hier heißt Juna ist Geschichte, das finde ich zu hart. Aber Juna, das ist eines der digitalen Vorzeigeprojekte von der Deutschen Bank, was ein Klon von Stocard sein sollte, also eine Multi-Loyalty-Karten-App, scheint wohl nicht so wunderbar zu funktionieren, weil der Spiegel hat herausgefunden, dass die Deutsche Bank externe Geldgeber dafür sucht und das wohl offensichtlich nicht mehr selbst weiterfinanzieren möchte. Wenn so gut funktionieren würde, hätte man das vermutlich nicht nötig. Und ich habe ja schon ein paar Mal hier auch im Podcast gesagt, die Deutsche Bank hat, glaube ich, andere Produktthemen in der Digitalisierung, wo man Geld reinstecken sollte, als eine Multi-Loyalty-Karten-App. Also das ist so weit weg von keinem Geschäft. Da fragt man sich, warum hat man da überhaupt Geld reingesteckt? Aber da kannst du vielleicht da jetzt was sagen oder enthältst du dich lieber des Wortes? Ich glaube, Juna kann als Story beziehungsweise als das, was dahinter steht, als Idee und Vision, ist, glaube ich, deutlich mehr als nur eine Multi-Loyalty-App. Ganz weit weg vom Kerngeschäft ist das Thema Karte und Alltagsrelevanz vom Retail-Geschäft ja auch nicht. Insofern kann ich durchaus verstehen, was man damit vorhat. Ob das jetzt irgendwie schon aus ist oder nicht, mag ich gar nicht beurteilen. Aber in der Tat war es in der Presse und insofern wird wahrscheinlich irgendwas dran sein, dass die Kolleginnen und Kollegen in Berlin sich da gerade Gedanken darüber machen, wie es damit weitergeht. Aber generell halte ich das jetzt nicht für total daneben, als Bank auch mal Beyond Banking zu denken. Du weißt selber, wir fordern das auch immer wieder von unseren Retail-Banken, nicht einfach nur im Zahlungsverkehr stecken zu bleiben, sondern halt auch über
Dinge nachzudenken, die Kunden, also uns alle interessieren. Und gerade du als Loyalty-Papst bist ja eigentlich fast dafür prädestiniert. Ob das jetzt genau der richtige Weg ist für dich und für viele andere, weiß ich auch nicht so genau. Und ob das wegen weitergeht oder nicht, kann ich wirklich auch nicht sagen. Also da bin ich, stecke ich nicht drin. Ja, also ja, man kann sich Synergien immer zurecht trinken und Excel-Sheet zurecht rechnen. Ich habe nur Wasser. Ich auch nur, ja. Aber, also nochmal, eine Deutsche Bank, eine Commerzbank etc. haben im Kern ganz andere Themen, als dass man Management, Attention und Geld auf so einen Randbereich geben sollte und dann irgendwie das noch irgendwie über potenzielle mögliche entfernte Synergieeffekte schön rechnen oder schön trinken. Also ich habe das nie verstanden, warum er das gemacht hat, und verstehe aber jetzt, wenn es offensichtlich dann doch vielleicht nicht so performen, wie es vorgestellt hat, dass man dann natürlich sagt, warum muss ich da großartig da selbst noch Management, Attention und Geld reinstecken? Vielleicht findet sich jemand, der da eher dran ist und dessen Kernkompetenz mehr Rewards ist als die der Deutschen Bank. Mal gucken, wie es da weitergeht. Du sagst nichts mehr. Ja, kann ich mir vorstellen. gehen wir weiter. Klarna. Klarna dringt nach Australien vor. Nee, haben wir schon drüber gesprochen. Haben wir ist, auch schon gehabt, ne? Ja, wir gehen auf Apple-Schnittstelle. Genau. da haben wir auch einen Artikel, glaube ich, drüber geschrieben. Oder der Markus Mosen, irgendjemand, ich weiß gar nicht. Also wir hatten ja lange und ausführlich das Thema Apple und Öffnung der NFC-Schnittstelle begleitet im Blog. Und dieses Lex-Apple-Gesetz, was da in einer Nacht-Nebel-Aktion durchgeboxt wurde und angeblich auch zu diplomatischen Verstimmungen geführt hat, weil angeblich laut Presseberichten sich der noch amtierende amerikanische Botschafter, der etwas schillernd ist, sich damit eingeschaltet hat und versucht hat, dieses Gesetz zu verhindern, was dann dazu geführt hat, dass die Parlamentarier jetzt erst recht gesagt haben und einfach diese Schnittstelle aufgemacht haben. Und Apple ist natürlich da der erste Schritt, aber da ging es, wenn man den Parlamentariern zuhört, ging es eben nicht nur exklusiv um Apple, sondern da ging es auch um die Alexas und die Google Homes, also quasi geschlossene proprietäre Systeme zu öffnen, dass da eben nicht nur die großen Big Tech Player aktiv sind. So viel zur Geschichte, und die Lobbyisten von Banken und Sparkassen, die sich natürlich wie Bolle gefreut haben, als das aufgemacht wurde, die signalisieren jetzt mittlerweile, dass sie eigentlich gar kein Interesse mehr haben, die Schnittstelle aufzumachen, weil ja Apple Pay wunderbar funktioniert und die Kunden das so angenommen haben und vermutlich, was auch das, was wir lange vorher gesagt haben, der Aufbau einer eigenen Mobile Payment App für iOS jetzt in direkter Konkurrenz mit Apple Pay vermutlich nicht mehr so attraktiv ist für den Kunden und nicht mehr so auf großes Interesse beim Kunden stößt. Weshalb man jetzt zwar einen Lex Apple Pay hat, aber es da tatsächlich nicht einsetzen wird. Vielleicht ist es einfach nur so ein Ding gewesen, was wir nicht verstehen, was in der Zukunft noch eine Relevanz bekommt, weil man halt sagt, man brauchte das als wichtigen Baustein, dass man halt diese Infrastruktur geöffnet bekommt, dass es gar nicht um NFC ging, sondern um viel mehr. Vielleicht sind wir einfach nicht schlau genug, um das zu verstehen, was da passiert ist, Jochen. Mag sein, dass wir da die Politik nicht 100% verstehen. Ich bin weiterhin der Meinung, dieses Gesetz hilft eigentlich genau denjenigen mehr, die Banken eigentlich nicht haben wollen. Also den Apples, den PayPals, den Amazons, die darüber Zugriff auf gegebenenfalls die Apple-Schnittstelle bekommen und dann noch in stärkere Konkurrenz mit den Zahlungsverkehrsprodukten der Banken gehen könnten. Ob sie das machen, habe ich keine Information. Aber oder auch Payback mit Payback Pay, die haben das bestimmt auch sehr interessiert angeschaut, weil die haben schon funktionierende Lösungen und die suchten eben den Zugang an das iOS-NFC-Schnittstelle. Und die werden vermutlich am Ende des Tages diejenigen sein, die sowas eher ausnutzen und eben nicht die Banken mit ihren HC-IPs.
Ja, also ich glaube, wir haben auch schon mal kurz drüber gesprochen in einem der letzten Podcasts. Also es war ja wirklich verständlich. Wir waren uns ja auch beide einig, dass das Gesetz eigentlich oder die Forderung, die dann zu dem Gesetz geführt haben, eigentlich eine gute und eine richtige ist. Dass man aber das dann das Ganze nicht nutzt und das Interesse erstmal wieder zurückzieht, ist natürlich einfach echt ein totaler Treppenwitz. Aber vielleicht, wie gesagt, sind wir einfach zu kurzsichtig und werden dann irgendwie in 1, 2, 3 Jahren 40 überrascht sein, wie wichtig dieses Gesetz dann irgendwie dann doch noch für neue Lösungen ist. Und wenn es in 1, 2, 3 Jahren eben nicht relevant wird und das wirklich nur ein Treppenwitz der Geschichte war, dann haben die Lobbyisten der Banken und Sparkassen, glaube ich, ein massives Reputationsproblem, weil so sehr von den Karren spannen, lassen sich da die Parlamentarier dann auf der anderen Seite auch wieder nicht. Wir hatten ja Neuwahlen, dann kommen neue. Mal schauen. Ja, lass mal weitergehen. Es gibt das zweite Fintech-Kooperationsradar von PwC. Die haben einen... Wir nennen das ja einfach Infografik, ne? Wir nennen es Infografik, aber das ist die Konkurrenz wir nennen es Infografik. Wir nennen es Infografik und monetarisieren das nicht. Die Kollegen von PwC nennen es Kooperationsradar und verkaufen es wahrscheinlich teuer an Banken. Das mag sein. Und wenn sie das machen, machen sie einen besseren Job als wir, mein Lieber. Absolut. Hey, das ist... Kein Neid? Doch, total. Da kam gerade mein Neid komplett durch. Dann fass dir mal die eigene Nase. Ja. Ja, also die haben dieses Kooperationsradar gemacht und haben festgestellt, dass zwischen Januar und Juli 2019 hiesige Banken in 36 Fällen sich direkt bei Fintechs beteiligt haben und das ist ein Rekord. Das Schlimmste wäre noch, wenn sie unsere Infografiken als Quelle dafür genommen hätten. Ja, das wird dann wieder gut. Wobei, da gibt es Nein, als Quelle für ihre Monetarisierung. Da gibt es doch irgendeine Investmentbank, die unsere Übersichtsgrafik, also Fintech Deutschland, in den Pitch-Deck reingemacht hat, um dann von Startups Aufträge zu bekommen als Beratung für M&A-Mandate. Auch schön. Ja. Kriegen wir einen Carry dafür? Nee, kriegen wir nicht. außer Ruhm und Reputation gibt es für uns nichts. Dafür machen wir alles. Ja, also insofern kann man es mal anschauen, aber ist jetzt auch keine wirklich großartige Überraschung. Und was ich in diesem Kontext eigentlich mehr viel spannender finde, und das haben wir bei unserer Infografik jetzt leider auch abgeschafft, ist nicht die Beteiligung, weil da gibt es eine Pressemitteilung und lalala, sondern eben, wenn es nicht funktioniert, also der Friedhof, die ja, das machen wir. Ja, das machen wir demnächst als extra Infografik. Ach so, okay. Weil wir gesagt haben, es wird sonst einfach unübersichtlich. Es wird dann einfach echt hässlich, unübersichtlich und da haben wir dann irgendwie unseren UX-Guy Mike, der dann einfach sagt, so, das geht gar nicht. Also das können wir nicht mit diesen roten Strichen, das funktioniert nicht. Also müssen wir halt eine eigene Infografik dafür machen. Also wir bauen jetzt ein Friedhof-Infografik. Ja. Yeah. Ah, eine schwarze. Okay. Eine graue. Da ist keine Grau. Farbe mehr drin. Okay. Ja, dann nächster Punkt. Wellvon startet nun doch nicht in Deutschland. Ja, letztes Jahr echt mal groß angekündigt. Ich glaube, das Handelsblatt und einige andere, die es damals angekündigt haben. Und jetzt ziehen sie das Ganze zurück und haben auch den Antrag auf eine Banklizenz zurückgezogen. Also scheinbar vor dem Start noch... keine Ahnung, Einsicht oder was auch immer bekommen. Ja, schade eigentlich, ne? Wäre doch eigentlich ganz schön gewesen, nochmal einen weiteren aggressiven Player hier im Markt zu haben. Die machen Immobilienfinanzierung, wenn ich es richtig verstanden habe. Nee, die wollten generell halt auch mit einer kompletten, also wie ich es verstanden habe, auch mit einer kompletten Bank. Okay. So eine Challenger-Bank. Okay. Ja. Also es war wirklich eine Smartphone-Bank und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die sind auch auf dem tschechischen oder slowakischen oder ungarischen Markt, glaube ich, auch unterwegs und wollten damit aber auch in Deutschland unterwegs sein, aber kommen aus dem Home-Credit-Umfeld. Also Home-Credit kommt, wie der Name ja sagt, in der Tat aus dem Thema Haus- und Wohnungsfinanzierung. Damit ist es, da kommt das Geld her, aber haben halt eine komplette Challenger-Bank gegründet. Also man sieht es ja heute schon bei den ganzen Diskussionen, wie viele Challenger-Banken wir hier im Podcast haben. Da wird früher oder später auch eine Konsolidierung stattfinden, genauso wie wir im Payment die Konsolidierung haben, weil das ist ein bisschen viel. Klar.
Lending Club, ein Ur-Fintech, schon lange IPO aus dem Silicon Valley, Vorbild für Aux Money und Smava, also P2P-Lending, ganz frühes Fintech-Modell, hat eine Bank übernommen, die Radius Bank, von der ich nie was gehört habe, für 185 Millionen US-Dollar. Ja, ist ja gerade Trend, ne? Ja, gut, die Amerikaner verkaufen wieder. Gewachsene Fintechs sozusagen ihre Infrastruktur kaufen. Genau, aber die Amerikaner verkaufen das wieder als das Beste und als hätten sie es erfunden. Nee, haben sie nicht erfunden, ist bei uns schon fünfmal passiert, aber ja. Es kommt immer darauf an, wer am lautesten im Markt ist. Genau. Dann, die Deutsche Bank hat sich beteiligt an Kuplix, ein Wealth Management Startup aus München. Kannst du da was zu sagen? Weil ich habe nee, gar nichts. Also habe ich in der Tat auch erst gesehen. Bei Finanzszene habe ich irgendwie auch nicht so richtig auf der Agenda gehabt. Nee, wirklich gar nichts. Also habe ich mit dem Wealth Management Thema habe ich auch wirklich nichts am Hut. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder irgendwas. Nee, ich stammel. Keine Ahnung. Also hier ist Zielgruppe sind Family Offices. Also wahrscheinlich irgendwie so eine Family Office Wealth Management Software. So ein bisschen ja. Klingt nach El Nivar, kann das sein, weil die immer auch in diesem Bereich aktiv sind. Nach was bitte? El Nivar von Finlieb. Ach, Elinvar. Entschuldigung. Ja, die sind, glaube ich, Elinvar ist, glaube ich, breiter, ne? Die machen nicht nur Wealth Management, sondern genau. Die gehen ja auch in Richtung Robo as a Service und schon in das Thema Wealth, aber glaube ich schon fast runter bis in den, fast in den Bereich Retail, ne? Also die sind ja, glaube ich, so der hinter dem Robo-Advisor der Warburg Bank zum Beispiel, liegen die hinter und so ein paar andere Sachen. Und ich glaube, für Donner Reusche liegen sie auch dahinter. Ja, das sind jetzt natürlich schon eher kleinere Privatbanken, exklusivere, aber ich glaube, die sind durchaus auch in der Lage, in Richtung Retail zu gehen. Also ich glaube, das ist noch ein bisschen ein Unterschied. Okay. Dann Evoca sind 100 Millionen reicher, haben eine Finanzierung als Fintech-Kreditgeber für Kleinunternehmen, haben 100 Millionen Finanzierung von Inside Investment bekommen. Da war doch oder ist doch auch die Commerzbank mit Commerz Ventures beteiligt, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, hast du recht. Ist so. Und das Team sitzt in Frankfurt, will das Team auf 100 Mitarbeiter verdoppeln und 320 Mitarbeiter sitzen bislang noch in London. Mhm. Von denen habe ich nie was gehört. Be Social. Nichts in Deutschland. Also ist einfach. Ist eine Debit-Mastercard, Social-Finance-App mit Debit-Mastercard, ermöglicht das Benutzen, Einkäufe und Tätigen, Ausgaben mit Freunden, Familien zu teilen. Ja, pass auf, warum ist das gerade ganz interessant für uns? Wir haben da gestern Abend eine kurze Diskussion auf Twitter geführt über ein paar Startups, die wir mal in den Podcast einladen möchten. Also, dass wir nicht immer nur die alten Männer reden von alten Startups, sondern dass wir nochmal ein paar neue Startups dazu holen. Okay. Und da gab es auch eine kurze Diskussion mit Pocket. Ja, genau. Yes, der macht ungefähr das Gleiche. Okay. BeSocial ist ungefähr der gleiche Case, den Yes mit Pocket macht. Und ist er damit jetzt eingeladen in den Podcast. Ich wollte auch mal so eine App und Payment für Teenager gründen. Hab's nicht gemacht. Ich weiß, hast du mir damals geschickt. Ich glaube, ich kann das noch. Soll ich suchen nach der E-Mail? nee, aber ich glaube, es war ganz gut, dass ich es nicht gemacht habe. Das war im Jahr 2013 oder 14. Ja, es war ganz früh, genau. Es war noch aus den Erfahrungen von Bigpoint und den Problemen der. Nee, du warst bei Bigpoint noch. Ja, klar, aus den Erfahrungen heraus von Bigpoint, genau. Gehen wir weiter ins Payment. Daimler hat ja vor einigen Zeit PayCash Europe übernommen, ein Wallet-Verfahren in Luxemburg, ganz früher E-Payment-Anbieter und wollte da dann irgendwie Daimler-Wallet oder Mercedes-Wallet herausmachen, also letztendlich Payment-Infrastruktur für Kfz. Das ganze Ding wurde viel versprochen, dann gab es ein paar Probleme, Managementwechsel, sind mittlerweile 40 Mitarbeiter in Luxemburg jetzt ist das ganze Ding eingestellt worden. Also die 40 Mitarbeiter bekommen andere Jobs im Konzern angeboten und jetzt möchte ich nicht der Besserwisser spielen, aber ich frage mich. Mach doch mal.
Ich frage mich nicht nur bei Daimler, sondern auch bei BMW und auch bei VW, die auch in Luxemburg da irgendwie so eine Payment-Bude übernommen haben. Was zur Hölle ist denn tatsächlich die Kernkompetenz, dass sie da unbedingt großartig diese Startups übernehmen müssen und das alles in-house machen müssen? Warum können sie es denn nicht irgendwie an spezialisierte Anbieter abgeben, die sich da besser mit auskennen? Warum müssen sie da extra investieren? Aber vielleicht auch wie bei den anderen Themen sind wir einfach nicht, sehen wir nicht das gesamte Bild. Und ja. Ich kann mich daran erinnern, dass der Gründer von Paycash damals mit mir auf dem Bitkom Payment Kongress dann irgendwann mal auf der Bühne war. Und da waren sie gerade ganz stolz, weil sie übernommen worden sind von Daimler und hatten ganz große Ziele. Und dann saßen wir gemeinsam auf der Bühne. Naja, schon länger her jetzt. Ja, also schade für die Mitarbeiter, schade auch fürs Geld, was da rein investiert wurde. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Daimler hat ja, glaube ich, auch andere Themen, die sie im Moment im Thema mit Tesla lösen müssen. Da ist sowas auch nur ein Problem und Management Attention und Geld, was man eigentlich nicht haben will. Genau. Dann haben wir Intuit hat Credit Karma übernommen. Also wir haben gerade über LendingClub gesprochen und jetzt Intuit hat Credit Karma übernommen, Credit Score-Anbieter. Intuit ist ja im Grunde genommen das, was Lexware in Deutschland ist Intuit in noch größer in den USA. Also im Grunde genommen alles, was so SMB-Software ist und auch so die erste Personal Finance Management Lösung damals in den USA haben sie irgendwann auch übernommen. Hier Mint.com kennt vielleicht der ein oder andere auch noch, der sich mit dem Thema Fintech in den Anfangsjahren beschäftigt hat, haben sie damals dann auch gekauft. Im Grunde genommen so eine Mischung aus Lexware und fast schon Datev, ne? Also was die Kollegen von Intuit so alles machen. Und jetzt Credit Karma zu kaufen, ist glaube ich auch nicht so, so dämlich, um aus den Daten, die sie eh schon haben, wahrscheinlich vice versa, noch ein besseres Credit Scoring zu machen und dann möglicherweise auch direkt aus den Intuit-Daten heraus gemeinsam mit Credit Karma vielleicht auch Kredite zu vermitteln in Richtung Small Medium Businesses, Richtung Privatkunden. Klingt nach einem Fit. Ja, Intuit ist auch sowieso, hat auch eine Historie, sehr stark über Akquisitionen sich weiterzuentwickeln und kauft dafür teuer Geld, auch bewiesene Businessmodelle. Insofern, das ist, finde ich, auch eine interessante Firma, die eben ganz, ganz alt ist und ihr Geschäftsmodell auf dem Weg auch immer wieder ergänzt hat und erweitert hat. Also der eine oder andere Deutsche wird es kennen. Quicken kommt von Intuit. Ja, genau. Adyen hat den Gewinn gesteigert, die Erlöse, du hast Aktien, ne? Ich nicht, weil ich beim IPO es viel zu teuer fand. Ich ärgere mich mittlerweile. 42% auf 497 Millionen Euro die Erlöse gestiegen. Gratulation an die Kollegen in Amsterdam. Jetzt nochmal zu Mastercard, zu unserem lieben Sponsor. Das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon gesagt. Mastercard bekommt einen neuen CEO ab 1.1. Der Bayer aus dem Allgäu, Michael Miebach, übernimmt die CEO-Position von Mastercard. Der Michael Miebach war bislang Produktvorstand, kam vorher von Barclays und Citi, also war schon ohnehin international tätig. Und ist jetzt der neue CEO von Mastercard. Und ich glaube, der CEO, der größte deutsche CEO, gemessen an der Marktkapitalisierung. Große Gratulation. Nee, der ist 2010 erst gekommen. Ich bin 2006 raus. Ich auch nicht. Also noch nie getroffen. Aber vielleicht haben wir die Chance. Dann, wenn wir bei dem Personal ja sind, Ingo Rieger wird bei Crossland den österreichischen Markt verantworten. 20 Jahre Erfahrung im Investmentbanking, kommt von der Infrastrukturbank und Kommunalkreditbank Austria. Gratulation. Das klingt nach so einer Bank, die mal irgendwann komische Geschäfte in Osteuropa gemacht hat. Da gibt es ja noch in Österreich. Um so aufpassen, dass wir gleich wieder abgemahnt werden. Das war jetzt gemein, genau. Ah, scheiße, hab ich auch gerade gedacht. Und Tobias Wenhardt. Ich weiß was, ich finde jetzt eine Abkürzung dafür. FSB. Ja. Und Tobias Wenhardt wechselt zu Finanzchef 24. Gratulation. Und Tom Peters
ich sei jetzt nicht hier, aber sage ich jetzt einfach, Tom Peters, Ex-Strategiechef von der ING, dann Vorstand von der Interhyp, wechselt zu, ich glaube, Baufi24 oder so. Genau, du denkst gerade über ihn nach, weil Benjamin Papo und er mal zusammengearbeitet haben, oder warum? Nee, weil mir das noch einfällt. Okay, nee, aber Benjamin und er sind einfach auch Kumpels und kennen sich gut, deshalb dachte ich, du wärst darüber gestolpert. Nee. Okay. Ja, habe ich mich auch gefreut heute für Thomas, für Tom. Ja. Peters. Heute kam durch die Meldung oder gestern. Doch. Die kam relativ zeitig. Genau. Jochen, sind wir am Ende? Ja, wir sind durch. Wunderbar. Wollen wir nochmal unseren Sponsoren danken? Ja, vielen Dank an Mastercard und Avato Financial Solutions. Vielen, vielen Dank für die Nutzung des Podcast-Werbespots und Werbeslots. Mal gucken, ob jetzt der neue eingeführte mittlere Werbespot, wie der performt. Naja, und ehrlich gesagt auch alle für alle Werbetreibenden und die das möglicherweise auch mal machen wollen, sei der Podcast von Joel sehr empfohlen. Also vielleicht sollte man die mal in die Shownotes packen. Habe ich wirklich sehr gerne gehört. Ich meine, ich mag sowieso die Podcast von Joel. Aber das ist wirklich einer, wo ich sage, jo, endlich erklärt mal jemand, was Podcast-Werbung ist, wie es funktioniert und wie es wirkt. Ja, das ist wirklich zu empfehlen, dass man das sich mal anhört, weil Podcast-Werbung einfach eine andere Form der Werbung ist, als irgendwie Radio-Werbung oder sonstige Werbung. Und das muss man natürlich auch als Werbetreibender erst nochmal verstehen. Von daher bitte die Empfehlung, das mal anzuhören. Genau, wie Podcast-Werbung funktioniert. Ich kann euch da gerade ganz kurz noch den Podcast sagen. Es ist die Folge Joel Fix Nummer 32. Okay, werde ich mir auch mal anhören. Jochen, schönen Abend dir und gute Nacht und für alle die, die gerne auf die Becks oder die Packs kommen wollen, bitte einfach unter Becks oder Packs gucken und sich anmelden. Entweder bewerben. Banking-exchange.de oder Becks findet man nichts. Banking-exchange.de oder Transactions, wie Englisch, transactions.io. Genau. Also zu einem kann man sich bewerben, also alle die, die Interesse daran haben, auf der Banking Exchange dabei zu sein, also banking-exchange.de in Frankfurt am 9. und 10. Juni, können sich dort bewerben, weil das ist eine Invite-Only-Veranstaltung, für die, die das nicht gehört haben. Und auf der Transactions kann man ganz normale Tickets bekommen. Auf der Transactions ist Edward Snowden unter anderem dabei und andere Superspeaker. War mir eine Freude. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Und dir auch. Schönes Wochenende, André. Tschüss. Tschüss.